Ich habe aus persönlichem Interesse schon ein sehr klares Bild von der Molekularbiologie selbst gehabt. Das Studium ist aber viel mehr als das. Es ist sehr interdisziplinär aufgebaut. Und umso wichtiger ist es deshalb, sich schon vor dem Studienbeginn intensiv mit den Inhalten zu beschäftigen. Viele jener, die im ersten Semester schon aufgegeben haben, hatten falsche oder keine konkreten Vorstellungen. Wer zum Beispiel mit Chemie nie etwas anfangen konnte, der wird besonders im ersten Jahr sehr unglücklich werden oder bekommt, so wie ich, einen ganz neuen positiven Zugang zur Materie. Der Bachelor Molekularbiologie beschäftigt sich vor allem mit intrazellulären Prozessen und soll ein Grundverständnis der biologischen Systeme vermitteln. Man lernt Grundlagen, um in verschiedenste Richtungen weitergehen zu können. Es ist von jeder Naturwissenschaft was dabei. Chemie, Biologie, Physik, Mathematik, Prozesstechnik und auch Biotechnologie. Es sollen die Verknüpfungen zwischen den unterschiedlichen Bereichen hergestellt werden können, da sich Molekularbiologie mit verschiedenen Teilbereichen beschäftigt. Die Kernpunkte sind jedoch Chemie und Biologie. Ich habe schon von ein paar Mitstudierenden gehört, dass sie über die Menge an Chemie in unserem Studium erstaunt sind. Ich persönlich finde aber, dass wir noch zu wenig Chemie haben. Einerseits macht mir das Arbeiten im Labor echt sehr viel Spaß, weil es eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit ist. Man plant, führt durch, wertet aus, schaut, was rauskommt. Und wenn man damit nicht zufrieden ist, dann muss man entweder die Probleme finden oder die Strategie neu überdenken. Andererseits fasziniert mich das enorme Potenzial, das in dieser jungen Wissenschaft steckt. Die Entwicklung von Antibiotika zum Beispiel hat gezeigt, dass Fortschritte auf diesem Gebiet unsere Gesellschaft schon so stark verändert haben und es auch in Zukunft tun werden. Das sind meistens sehr heikle Themen, die auch einen sehr verantwortungsvollen Umgang erfordern. Für mich waren es die Momente, in denen man im Labor zum ersten Mal etwas macht, das in der Theorie so kompliziert und abstrakt geklungen hat, aber man dann merkt, wie simpel und logisch alles ist. Es gibt auf Facebook verschiedene Lerngruppen für jede Lehrveranstaltung des Studiums, auf der man sich austauschen kann über Altfragen oder auch über Zusammenfassungen oder einfach nur motivierende Unterstützung von den Mitstudierenden bekommt. Eine weitere Plattform ist dann noch Studo. Dort kann man sich auch austauschen und Zusammenfassungen teilen. Und man fühlt sich oft weniger alleine, wenn man merkt, dass man nicht als Einziger mit bestimmten Lehrveranstaltungen Probleme hat. Lustigerweise sind die eher schwereren Prüfungen in unserem Studium genau meine Lieblingslehrveranstaltungen. Die analytische Chemie setzt ein gewisses logisches Denken voraus, ebenso die Molekularbiologie-Prüfung. Und Biochemie ist einfach generell ein sehr großes Stoffgebiet. Auch wenn wir es im Bachelor nur kurz anschneiden, umfasst es trotz allem eine sehr große Stoffmenge. Aber wenn man zu diesen Vorlesungen geht, mitdenkt und zu Hause wiederholt, sind diese Prüfungen kein Problem. Und bei Biochemie hilft einfach nur wiederholen und das braucht seine Zeit. Wie ich fertig war, habe ich mich direkt für den Master in Biotechnologie in Graz inskribiert und habe ein Auslandsjahr absolviert. Weil ein Auslandsjahr ist so eine wertvolle Erfahrung, die ich wirklich jedem spätestens im ersten Jahr des Masters empfehlen würde.